Der Aue-Ochse, bis zu 800 Kilo schweres Muskelpaket. Einst größter Landsäuger Europas vor Hunderttausenden von Jahren. Genau genommen ist das imposante Tier, das hier im Wildtierparadies Tripsdrill bei Kleebronn lebt, also längst tot. Vor 300 Jahren hat der Mensch den Aue-Ochsen ausgerottet. Das hier ist nur noch seine Kopie. Ja, schon ein toller Anblick. Das sind schon wirklich gewaltige Tiere. Und was ich sehr faszinierend finde, muss ich das mal vorstellen. Bis 1627 sind die hier noch bei uns in Baden-Württemberg durch die Wälder gestrichen. Schon schade, dass so viele Arten bei uns aussterben. Das fanden auch die Heck-Brüder. Die zwei Zoologen hatten in den 1920er Jahren die Idee, den Aue-Ochsen wieder zum Leben zu erwecken. Was natürlich nicht geht. Sie versuchten es deshalb mit Rückzüchtung. Der Aue-Ochse ist ja aber der Urahn unseres Hausrindes. Genau, also der Aue-Ochse, das soll das erste Rind sein, was man angefangen hat zu domestizieren, wovon unsere heutigen Rinder eigentlich tatsächlich auch abstammen, obwohl sie gar nicht mehr so aussehen. Tatsächlich gelang es den Heckbrüdern, das Hausrind auf das Aussehen des Aue-Ochsen zurückzuzüchten, weshalb die Kopie auch Heckrind genannt wird. Nur 3000 Tiere leben heute in Europa. Nachwuchs ist also immer willkommen, wie Olga, Ende Februar geboren. Weil ihre Mutter sie nicht angenommen hat, war der Start ins Leben dramatisch. Für Tierpfleger Benedikt Stirblis eine aufregende Zeit. Das ist ja, glaube ich, ganz schön anstrengend gewesen, gerade am Anfang die Kleine irgendwie durchzukriegen überhaupt, oder? Ja, die erste Nacht war wirklich kritisch, weil wir haben sie aus dem Gehege geholt. Sie lag da abseits im Schnee drin, es war relativ kalt gewesen und sie war recht unterkühlt gewesen. Deswegen habe ich sie erstmal zu mir nach Hause geholt. Ins Badezimmer. Da muss man auch erstmal eine Kuh im Badezimmer haben. Ne? Was sagt da der Vermieter? Meine Vermieterin war da nicht so begeistert drüber, ob wir denn keinen Kuhstall hätten. Ne? So, aber ich musste halt alle Viertelstunde 20 Minuten überwachen, weil sie war echt, es war wirklich kritisch gewesen, ob sie die Nacht überhaupt packt. Nach der schlaflosen Nacht steht fest, Olga ist über den Berg. Seitdem weicht Benedikt Stirblis der Kleinen kaum noch von der Seite. Jetzt sind Sie ja ganz viel mit dem Kleinen zusammen. Ich denke, das gibt ja auch eine sehr innige Beziehung dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist wie mein eigenes Kind. Ist so. Deswegen habe ich keine Kinder. Ich habe genug Tierbabys immer da. Also kuscheln ist da angesagt, auch manchmal je nachdem mit Küsschen. Aber das Kind wird irgendwann wieder zurück in die Herde kommen. Wie ist es dann? Ja, also traurig werde ich dann natürlich schon sein. Sie ist eine Kuh und sie soll auch wissen, dass sie eine Kuh ist. Und deswegen soll sie auch dann irgendwann wahrscheinlich wieder in die Herde auch wieder integriert werden. Also dauerhaft, ich kann sie ja später nicht mehr halten, wenn sie dann 600 Kilo schwer ist. Wenn sie dann mit mir spielt, dann kann ich sein, ich liege plötzlich drunter. Ne? Dann wird es dann auch gefährlich wahrscheinlich, gell? Ja. Ja, kaum zu glauben, dass sie mal 600 Kilo auf den Rippen haben wird. Aber es dauert noch ein bisschen, so 3 Jahre ungefähr. Wieder ein Tier mehr einer eigentlich ausgestorbenen Art. Wenn auch nur die Kopie. Denn Arten, die einmal von der Erde verschwunden sind, kommen nicht wieder. Nie mehr.